Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Schön, dass schon so viele da sind. Es freut mich wirklich. Ich würde sagen, ich begrüße euch erstmal. Hallo Josephus, hallo King R, hallo Legoshi, hallo zwei Ollis, hallo Drachefika, hallo King R, hallo Creamberry, hallo Sturmsee und hallo Hunuli Winter, hallo Justus, hallo HD. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Heute gibt es auf dem Community-Server das End-Event und ich sehe schon, Leute sind gerade erst auf den Server gekommen. Ja, klar, es ist halt nicht immer für alle passend. Hallo K-King, hallo Michael124, schön, dass ihr da seid. Klar, das End-Event kommt für manche jetzt schon zu früh, weil die noch nicht so weit sind auf dem Server, aber ihr werdet noch ein bisschen Zeit bekommen, jetzt am Anfang euch vorzubereiten. Hallo K-Play, schön, dass du da bist. Also, ja, die Leute schreiben schon, was sie alles mitnehmen müssen, ja. Genau. Also, erstmal ganz entspannt. Ich mache jetzt noch Musik an. Ich wage es nochmal Musik anzumachen. Die ist copyright-frei, also ziemlich sicher. Und wenn ich da dieses Mal nochmal einen Content-ID-Claim bekomme, dann drehe ich durch. Naja. wenn ich auf den Server gehe, crash mein Minecraft. Ja, in der Bedrock Edition. Ich weiß auch nicht wieso. Es haben mehrere Leute schon rückgemeldet, dass es der Fall ist. Bei anderen klappt es perfekt. Also, ich kann nur für mich sagen, ich habe es getestet und bei mir hat es geklappt. So, und deswegen schwierig. Und ihr dürft mal sagen, ob die Musik zu laut oder zu leise ist. Dann kann ich ihn noch pegeln. Aber ich denke, das sollte mehr oder weniger passen. Wenn nicht, mache ich sie noch ein bisschen leiser. Ich glaube, sie ist noch ein bisschen laut. Aber das werden wir sehen. So. Ja, es kam ein neues Album raus. Streambeats. Genau. Ich würde sagen, ich wechsle dann auch schon mal in Minecraft gleich. Ich muss noch kurz auf den Server gehen. Das wäre sinnvoll, das zu machen, bevor ich wechsle. Black Screen. wann zeigst du dich? Ich möchte dein schönes Gesicht sehen. Ja, irgendwann bestimmt, aber. Na, keine Ahnung. Wie gesagt, ich will da nichts versprechen. So, also für alle, die das Video vor einer halben Stunde nicht gesehen haben, ich habe es halt echt geschafft, das erst vor einer halben Stunde zu bringen. Ich wollte es eigentlich schon Freitagabend gebracht haben, aber ja, das ist mein Zeitplan. Der passt perfekt. Habe jetzt halt 3 Stunden an dem Video geschnitten und ja, jetzt ist da. Naja, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich kann es kurz zusammenfassen, was passiert ist. Ich habe dieses Haus gebaut, dieses. Ja, noch nicht ganz perfekte Haus. Das gefällt mir nicht so gut, aber das wird noch. Hauptsache haben wir jetzt erstmal Platz. Das heißt, wir haben hier jetzt ganz viele Kisten mit Zeug. Ich weiß nicht, habt ihr das Video gesehen? Schreibt mal in Chat, wenn ihr es gesehen habt und schreibt in Chat, wenn ihr es nicht gesehen habt. Also, keine Ahnung, schreibt einfach ja oder nein. Fände ich ganz interessant mal zu sehen, ob das Leute schon tatsächlich mitbekommen haben, was ich hier gemacht habe. Hab's nicht gesehen. Ja, klar, ihr könnt es ja auch nach dem Stream nochmal angucken, wenn ihr Lust habt. Gesehen. Das ist doch toll. Ja, also wie gesagt, das Video war recht viel Arbeit, deswegen würde mich freuen, wenn ihr das angucken würdet, aber jetzt geht es erstmal ums Ende. Hallo? So läufst du bitte nicht in meinem Haus rum. Du ziehst dich ja bitte an. Also. Also. Warte, was? Hoffe, meine Wolletafel ist noch da. Wolletafel? Okay. Ja, es haben noch viele Leute noch nicht gesehen. Ja, okay. Dann habt ihr halt ein bisschen jetzt hier ein Chaos von der Chronologie, aber das wird schon passen. Genau, hab halt. Traurig, dass ich das nötig habe, aber okay. Dann bauen wir halt eben kurz das hier ein. Ich habe keinen Bock, dass der mir jetzt da noch weggeschlagen wird, deswegen. Joa, ne? So, machen wir das hier noch kurz einmal fertig. So, dann geht's meinem Villager auch gut. Der wurde mir im Video einfach mitten reingefahren, war richtig witzig. Und hallo J-Tools oder Jules? ich würde Namen vorlesen, so. Diese Lache war gerade auch sehr, sehr creepy. Okay, nevermind, ihr habt nichts gehört. Okay. Gehe bald in Urlaub. Ja, wohin geht's? So. Und auf dem Server sind schon wieder 19 Leute. Krass. Cool. Hi Mero, rappst du mal? Lustig. Bombenkick. Leute, die mich mit sowas in Verbindung bringen. Schrecklich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wir warten noch genau.
Wir warten noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob bei Quantum den Warp schon eingerichtet hat. Schau mal. Ja, okay, bei Quantum hat den Warp schon gemacht. Das heißt, nachher, wenn es dann soweit ist, können wir uns dann alle zum Stronghold warpen, damit wir nicht alle dahin laufen müssen, es Chaos wird. Und dann bist du der echte Mero, ja, lustig. Willst du EX farmen? Du meinst wahrscheinlich XP. Gerade nicht, aber ich schaue mir das Zeug mal alles nach dem Stream an, okay? Oder nach dem Event an, nach dem End. Also noch in diesem Stream sozusagen. Okay, also wie gesagt, die IP steht auch nochmal unten in der Ecke. Das macht Bike One, oder? Okay. Show Advancements. Ach, es war deaktiviert. Okay. Wunderbar. Also, ich weiß nicht, ich glaube, die Musik ist ganz angenehm. Wie viele Drachen wird es geben? Es wird einen Drachen geben. Außer ihr habt Crystals dabei. Sieh mal mein Haus an, bitte. Ich würde sagen, nach dem End-Event, okay? Nach dem End-Event gehen wir mal rum und gucken uns alles so ein bisschen an. Die ersten Leute sind schon wieder im Stronghold. Ich weiß nicht, ich hab gelesen im Stream-Chat, dass irgendwie schon Leute im End waren, bevor es eigentlich losging. Schau mal bitte ganz kurz Discord. Das ist doch. Ich bin gerade live, mein Gott, als ob ich da auf Discord gucke, was ihr mir schreibt. Ja, ihr macht mich wahnsinnig. So. Für Teasel-Piesel schauen wir jetzt ganz kurz, was mir geschrieben wurde. Ja, okay. Es freut mich, dass du Bugs gefunden hast. Ja, ignorieren wir das. So, ich habe wieder den Blackscreen. Das liegt am Fullscreen. Das regt richtig auf, dass man immer so einen Blackscreen hat. Muss ich mal noch irgendwie fixen. 44 Tode. Als ob ich 44 Tode habe. Nein. Ach so, ja. Die Leute, die sich so Tode farmen. Schrecklich. Ich weiß, dass du weißt, dass heute ein Event im End ist. Ja, das, ja, cool. Okay. Genau, also das Haus innen drin, ich werde es auf jeden Fall noch schöner gestalten. Irgendwie vielleicht werde ich hier nochmal eine Ebene reinziehen. Ich weiß es noch nicht. Und es wird nach unten dann noch irgendwie einen Keller geben, in dem ich dann Technik baue, so ein automatisches Lager und sowas. Wie komme ich zu dir? Ich kann ja auch mal in Spawn gehen. Slash Spawn. So, da findet ihr mich. Die Leute, die schon einfach full Netherite sind. Wie viel Zeit habt ihr bitte? Genau, und an der Stelle nochmal ganz kurz hier die Werbung, ne? Der Server wurde gesponsert von Minehub. Also großes Dankeschön nochmal an der Stelle, deswegen steht auch oben Dauerwerbesendung. Das ist wirklich cool, dass die das machen. Und wenn ihr auch einen Server haben wollt, schaut in den Link in der Videobeschreibung. Da gibt es weitere Infos. Und natürlich, wenn wir gerade schon dabei sind, danke auch noch an Byquanton, der mir wirklich hier unter die Arme greift und das mit den Plugins macht. Wirklich großes Dankeschön. Und die Unterstützung beim Bau hier vom Spawn war von zwei Ollies, also auch nochmal da. Dankeschön. Genau, heute werden wir den Enderdrachen besiegen und dann auch das erweiterte End freischalten. Das heißt, es wird eine Möglichkeit geben, an Elytren zu kommen. An Elytras, Elytren, wie auch immer man das sagen möchte. Die Namen, weiß nicht, wie sagt ihr das? Sagt ihr Elytra, Elytra oder Elytras, Elytras, Elytren? Ich weiß nicht, es gibt. Ah, die Namen sind sehr komisch dort. Was muss ich im Chat eingeben, damit ich auf deine Welt komme? Guck mal, du gibst einfach die IP ein, die in der Videobeschreibung ge steht oder die einfach da unten links in der Ecke steht. Die gibst du einfach ein in Minecraft und dann kommst du auf den Server. Und dann landest du hier. Genau da. So, sorry, wenn mir die Leute gerade die ganze Zeit TPAs schicken. Ich kann die gerade nicht annehmen, es dauert auch so lang. Seid ihr schon im End? Nee, also, ja, doch, das wird dann gleich geöffnet. Weißt du, ob du weißt, dass es Minecraft gibt? Oh Gott. Ich muss dich mal abends wieder mit Minecraft reinvollstellen. Ja, sicher. Elytra, sagt ihr. Okay. Gut. Wie ihr wollt. ja, perfekt. Also, ich sollte mir auf jeden Fall noch mehr zu essen besorgen, weil ich glaube, 15 Brot ist jetzt nicht ganz so cool. Das heißt, ich rüste mich auch noch ein bisschen aus. Das dürft ihr natürlich auch gerne noch alle machen, ne? Ich mach mal slash home. Home. Dann lande ich in meinem Haus. Ah, gut, dass ich nicht beim Villager drin gelandet bin. genau, ich suche mir auch noch mal kurz Zeug raus, was ich brauchen werde für Netherrack. Auf jeden Fall mache ich mir noch einen Wassereimer.
Also ihr werdet euer Zeug nicht verlieren können, by the way. Wenn ihr ins Void fallt, dann ist das, also euer Inventar geht nicht verloren dann, sagen wir es so. Und wenn ihr sterbt, dann wird eine Seele gespawnt, zu der ihr einfach hingehen könnt wieder und dann eure Items wieder bekommt. Und die Seele, die spawnt nicht. Das ist das Gute. Hat wer ein Bett? Ich hab hier eins. Aber, was meinst du? So, was brauche ich denn noch? Kürbis? Ja, brauche ich nicht. Werde ich schon überleben. Ich glaube, Blöcke mitzunehmen wäre sinnvoll. Ich habe noch nicht mehr viele, das ist halt das Dumme. Aber das sollte reichen. Nimm bitte mit wegen Spawnpoint. Ach so. Ja, okay, ich nehme das gelbe Bett da drüben mit. True, das macht Sinn. Aber wobei, ihr könnt euch ja einfach warpen. Ihr könnt ja einfach slash warp Stronghold machen und dann seid ihr ja wieder beim Stronghold. Das heißt, das ist kein Problem. Was bräuchte ich noch? Also ich habe halt keine Enderperlen. Enderperlen wäre halt sinnvoll. Aber die kann ich mehr dort farmen. Ansonsten brauche ich nichts, denke ich. Die Leute, die alle rumrennen. Okay. Ich habe das Gefühl, in Minecraft fängt schon wieder an zu ruckeln, wenn hier so viele Leute rumrennen. Ah, Hilfe. Warte, wir drehen es ein bisschen runter nochmal. Weil es laggt sonst echt. Ist mies, aber es sind so viele Leute, die hier rumrennen. Mit Shader und Stream macht mein PC einfach nur noch so. Nö, kein Bock mehr. Und guck mal, wie viele Leute einfach neu auf den Server noch kommen. 23 Leute. Nice. So. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch mal slash warp und dann stronghold. Und damit kommen wir dann hier eben zum Endportal. Und hier rennen sie ja schon alle rum. Ist schon offen. Ah, da ist noch Barriers drüber. Gut, gut. Ja, keine Ahnung. Also ich würde sagen, wenn alle bereit sind, dann werden wir auch alle hierher teleportieren. Wenn das für alle passt. Genau, ich nehme Fackeln in die Offhand, weil mit Shader wird dunkel. Ich finde das Spyglas so geil. Okay, ja, ich mag Hallo Kalo. Ja, wow. Brauchst du Level? Ja. Irgendwann, aber ich denke, ich werde mir auch eine eigene XP-Farm oder sowas bauen dann, aber. Aber danke fürs Angebot. Können hier viele Leute hier rumrennen. Wirklich krass. Genau, einfach alle slash warp stronghold nutzen. Bin nicht ready, ja. Lasst euch Zeit, wir haben Zeit, aber ich würde sagen, wir beginnen um 20 nach. 20 nach, reicht das? In der Zwischenzeit könnten ja schon mal Leute, wenn die Lust haben, hier das bisschen schöner bauen. Und guck mal, sowas, das ist doch hässlich. Das kann doch weg. Guck mal, das machen wir weg. Das sieht nicht gut aus. Und da farmen die Leute das Obsidian. Ich will auch was. Hehehe. Okay, ja, es ist hoffnungslos. Ich hol mir das mal hier. Die Leute laufen mir wahrscheinlich gleich wieder in den Weg. Ach, komm. Ja, gut. Ich guck mal, was hier noch so Zeug gibt. Was es noch so für Zeug gibt. Gibt's hier nicht irgendwo eine Leiter nach oben? Ja, hier. Wahrscheinlich ist die Kiste schon leer, ne? Ja, klar. Guck mal. Ich bin im Brunnen. Nein, jetzt hüpft doch nicht alle hier rein. So. Oh nein. Silberfische. Mein Schwert. Ah, mein Schwert. Ich glaube, ich deaktiviere mal ganz kurz Q, damit ich nicht versehentlich Zeug droppe. So, dann kann ich jetzt einfach nicht mehr Zeug versehentlich wegwerfen. Das klappt ganz gut. Ja. Oh Gott, die ganze Wand ist kaputt. Warte. Ich versuche mal wieder ein bisschen was zu reparieren. Hier. Leute, auf geht's, repariert hier mal mit. Oder macht's schön. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es hier schön machen, das wäre cool. Oh Gott, auch noch, nein! Eine Runde, wie heißt das? Wie heißt das Lied nochmal? Dings, ne? Man merkt, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ich hoffe mal, ich halte durch mit der zweiten Impfung im Petto. Ich hoffe, die Nebenwirkungen werden nicht ganz so stark. Naja, es hat wieder vom Timing her perfekt getroffen, ne? Ich muss noch Deutsch und Mathe machen. Dann noch Deutsch und Mathe. Und hi, mein War Official. Schön, dass du da bist. So kann ich versuchen, hier auch wieder ein bisschen zu reparieren. So ist das Zeug, was nicht so geht. Keine Ahnung.
Perfekt. Mal sehen, was hier entstehen wird ums Portal herum. Aber hier sind so viele Leute, Hilfe. Hier drumherum wird auch schon gebaut. Ah, es wird weggehackt. Okay. Ich besorge mir, glaube ich, noch mehr Essen. Ich habe Ferien, ich muss Minecraft zocken. Lustig. So, warte, ich mache nochmal kurz slash home. Home. Dann bin ich hier nochmal alleine, weil hier ist niemand mehr. Ich hole mir nochmal ganz kurz mehr Brot. Ich müsste noch irgendwo Weizen haben. Yep. Da nehme ich das noch und mache mir noch ein bisschen mehr Brot. Ach komm. Wir nehmen mehr. Warum so geizig? So, wunderbar. Okay. Der Chat ist auch schon wieder voll. Ich habe noch einen Stack Kartoffeln. Okay, nice. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug Brot. Wie alt bist du eigentlich? Kannst du mal raten. Ich habe erst in einer Woche Ferien. Ja. Ich habe auch noch nicht frei. Aber gut, so ist es. Hier drunter klebt noch mein Villager. Ich hab unter meinem Haus einen Villager vergraben. Dann ist da ein Villager. Und hier drunter ist ein Villager vergraben. Perfekt, ne? Nice. So, wir gehen nochmal zum Stronghold. Ja. Ich komm, ich bin da. Oh. Ah, cool. Kann man von unten schon reinspringen. Ich will da schon rein. Upp, ich bin drin. Cool. Hier ist noch mit. Smart. Gut gemacht bei Quanton. Danke. Dass hier noch Bedrock drumherum ist. Guck mal, wie viele Leute wir sind. Wirklich cool. Kurz noch zu dem Enderdrachenei. Zu dem Drachenei. Das Drachenei wird bei Quanton oder ich nehmen, je nachdem, wer halt da gerade passend steht. Und wir werden das dann an den Spawn stellen. Dann hat jeder was davon. Das ist dann, glaube ich, am fairsten, damit nicht irgendeiner das Drachenei hat. Und, ja, genau, das wollte ich nicht sagen. Irgendwas war noch, ich weiß nicht mehr. Können wir noch 2 Minuten warten? Wir haben gesagt, wir warten bis 20 nach. Das heißt, ja, aber jetzt warten wir noch kurz, du wirst es schon schaffen noch. So, und hallo Mr. Nile, schön, dass du da bist. Guck mal, wie viele Leute hier sind. Das ist wahnsinnig, 26 Spieler wieder. Richtig cool, dass ihr alle da seid. Ich würde sagen, nachdem wir das End besiegt haben, gehen wir dann eine Runde mal die Sachen anschauen, die ihr gebaut habt. Da gucke ich mir das mal alles an, das ist bestimmt cool. Guck mal, diese ganzen Sounds, wie einen die Leute schlagen, richtig nervig. Alles voll hier. Und 26 Leute, wirklich krass. Wirklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es ist wirklich cool, dass der Server so gut ankommt. Freut mich wirklich sehr. Und diese Sounds. So, ich würde sagen, es ist 20 nach. Bei Quanton, wenn du willst, darfst du es freigeben. Ja, das End ist freigegeben. Lass uns hochgraben. So. Man kann nicht bauen, wirklich. Impossible. Wollt ihr versuchen, ein bisschen Abstand zu mir zu halten? Das wäre irgendwie... bisschen Abstand, das wäre echt super. Leute, bitte. Das ist grauenhaft, ne? Bisschen Abstand. Geht das? Bisschen 1,50 Meter, 2 Meter. Bisschen Corona-Abstand. Das wäre echt praktisch. Okay, wir haben es fast. Komm, Leute, wir kriegen das hin. Zusammen schaffen wir das. Oh Gott. Oh, und guck mal, wie cool das End aussieht mit dem Shader. Wie nice. Das ist wirklich das. Wirklich einer der besten Shader, die ich kenne. Richtig geil. So, ich hole mir erstmal ein bisschen Endstone. Bitte zerstört das End nicht ganz. Es sollte schon noch eine gute Form haben. Wie der Ender daran einfach schon Schaden nimmt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das End in so 2 Minuten durch. Let's go. So, ich gehe erstmal Endermänner angucken und ein bisschen Enderperlen farmen. Damit ich mich, sollte mich der Drache hochwerfen, retten kann, indem ich mich nach unten perle. Oh, dieses nervige Enderman-Geräusch. Meine Ohren. Ich glaube, ein bisschen Ton leiser. Come on, muss da jetzt rumstehen.
Willst du mir meine Perle wiedergeben? Das wäre sehr lieb. Sieht nicht danach aus. Ja gut, hoffnungslos, ne? So, schauen wir euch alle mal an. Come on, bitte. Ein bisschen Abstand zu mir, das wäre echt super, weil das nervt echt für den Stream. So. Du bist 42, sagt man mir zumindest mal auf Discord. Ja, bestimmt bin ich 42. 42, das ist die Antwort auf alle Fragen, weißt du. Und deswegen wird es gesagt. Das wird mehr spaßeshalber gesagt, als wirklich ernsthaft. Okay, guck mal, ich habe 2 Enderperlen. Das ist das, was ich brauche. Und dann habe ich alles. So. Jetzt kann ich auch mitspielen. Wunderbar. Der eine da einfach schon halb tot. Perfekt. Ah, Leute, was macht ihr? Nein, ihr sollt nicht das End zerstören. Das ist doch das, was ich meinte. Leute, bitte lasst das End einfach ein bisschen schön. Ach ja. Ich glaube, ich kann es vergessen. So, da oben fliegt dieses Viech. Vielleicht landet es ja gleich mal. Dann können wir ein bisschen draufhauen. Wie gesagt, das Ei geht an bei Quantum oder mich. Bitte nicht einfach hier mitten draußen die Steine. Ach ja. So, kommt da mal runter. Das wird wahrscheinlich ein richtig schneller Kampf. Die TPS. Ja. Was haben wir für TPS? 20. Ja, läuft flüssig. Also, mein Hub. Recht gut. Der Server läuft. Also, für mich, ich find, es läuft echt flüssig dafür, dass wir 30 Leute sind. Das ist wirklich gut. So, der Drache kommt gleich angeflogen. Wie komme ich ins End? Bin bei meinem Haus. Du musst einfach machen / Warp Stronghold. Dann kommst du zum Portal. Die Leute, die Bogen haben und ich stehe einfach hier auf dem Boden und mache einfach gar nichts. Und der Drache ist fast tot. Wie geil das aussieht. Wir beobachten es einfach. Wir schauen einfach zu. Guck mal, das war's gleich einfach schon. Gott, das ist so hoffnungslos. Es geht einfach so schnell. Und Cedric hat's geschafft. So, ich werde mir dann kurz das Ei snacken, beziehungsweise bei Quantum. Irgendjemand Level bekommen, lol. Und wo ist das Ei? Wo fliegt das Ei rum? Och, Leute. Aber guck mal hier. Free Amethyst-Blöcke. Finde ich cool. Dankeschön. Nein, schmeiß bitte nicht zurück aus dem End. So, komm. Ich bin die einzige Person, die hier versucht, das Zeug zu reparieren. Ah, guck mal, es wird nochmal wiederbelebt. Das ist doch cool. Achtung! Ba-ba-da-bam. Hat er jetzt erst auf jemand drauf geklickt? Uff, klippen, klippen, bitte klippen, bitte klippen, bitte klippen. Wir haben jetzt Clip-Feature auf YouTube, aber das war belastend. RIP an die Person, die Crystals gefarmt hat und lauter Ghasts umgebracht hat. Wer war's? Wer war's? Ach Leute. RIP, wirklich. Oh. Oh. Ah. Nice. Bei Quad hat er wieder respawned. Ja, okay, so geht's auch. So geht's auch. Wie wird Stronghold geschrieben? Du kannst einfach Tab drücken. Aber so wie du es geschrieben hast, ja, vorne groß der Buchstabe. So, mal schauen. Meine Sachen sind nicht mehr da. Oh, ja, mies. Guck mal hier, für andere Leute flicke ich den Boden. So, haben wir jetzt einen zweiten Enderdrachen? Nee, oder? RIP. Wirklich RIP. Und hi Antonio Faz, V-A-Z, keine Ahnung. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, mies. Okay, das war jetzt belastend, aber okay. Und Leute, warum? Wirklich belastend, dass die Leute das End so zerstören müssen.
Ah, der Link des Clips. Was für Clip-Feature? Ich habe keins. Ja, aktualisier mal. Also, falls du die App nutzt, ne? Aktualisier die App mal. Dann kannst du klippen. Ich glaube, der Link wurde automatisch gelöscht oder so. Ich weiß nicht. Ich sehe auf jeden Fall keinen Link, aber. Dankeschön. Ich liebe diese Blöcke, die sind voll geil. Die waren so ein cooles Geräusch. So, sind die Leute alle schon im Remote End? Mal sehen, wo es ist. Könnt ihr meine Schrift sehen? Ja, es geht. Wir sehen, was du schreibst. Ich hab's oben geklippt. Okay, ja, ich schau mal. Aber richtig mies, dass diese Kristalle zerstört wurden. Also. Ja, mies gelaufen, ne? Mehr kannst du nicht sagen. Und tada, wir sind im Remote End. Ich nehme mir kurz ein paar Großfrüchte mit. Die sehen auch echt cool aus mit dem Shader. Und die Leute stacken sich wahrscheinlich gerade schon hoch zu irgendwelchen Schiffen. Ja, wahrscheinlich haben die ersten Leute gleich eine Elytra. Wie aktualisiert man YouTube? Ja, wahrscheinlich in deinem App Store oder Google Play Store oder was auch immer es da gibt. Leute, ihr sollt hier nicht mit Cobblestone rumbauen. Das ist wirklich hässlich. Macht das weg. Ach, Leute. Ja, hoffnungslos. So, ich laufe mal den Routen ein bisschen hinterher. Und chill, King Air. Schön, dass du da warst. So, schau mal an, wo die Leute hingegangen sind. Nice ist, jetzt sind halt kaum Enderman-Spawns da, weil die Spawns werden auf alle Spieler verteilt. Und weil wir so viele Leute online sind, sind die Spawns im End sehr gering. Das heißt, es ist praktisch, weil wir dann hier nicht alles voller Enderman haben. Welchen Shader benutzt du? Das ist der Complementary Shader. Komplementari geschrieben. Mit Y am Ende. Und C. Und da ist das Schiff. Wer hat die Elytra eigentlich bekommen? Ah. Sehr shade. Und irgendein Telefon klingelt da gerade. Ah, nevermind. Okay. So, mal sehen. Vielleicht gibt es da ja doch noch ein paar spannende Dinge zu ergattern. Ich möchte auf jeden Fall ein paar Schalker-Boxen haben. Ich glaube 1,17, ja, 1,17. So, dann schaue ich auch mal ein bisschen hier in die Endcity rein. Ah, super, die Leute, die alles zubauen. Wirklich, es ist grauenhaft. Ja, komm, helft mal hier, das alles abzubauen und hier das wieder schön zu machen. Warte, warte. Ihr könnt hier. Bei Quanton rennt im Vanish rum und isst Chorus Fruits. Du hättest mehr Abos verdient, danke. Ah, super, dass die Leute da oben Pfeile drauf machen, die auf einen selbst runterfallen. Ach Leute, komm, wisst ihr das hier? Leute. Ihr seid so anstrengend, hört doch auf. Ich lasse es einfach mal unkommentiert, aber die Teile nehme ich mit. Hey. Weil die sind cool. Und Dankeschön, Arion 2000, für dein Abo. Schön, dass du dabei bist. Danke. Ja. Machen wir das Jump'n'Run nach oben? Oder bauen wir einfach eine schöne Treppe?
Wir können auch eine schöne Treppe bauen. Komm, ich baue eine Treppe. Ja, perfekt. So, dann gehen wir mal hier nach oben. So, und dann schauen wir mal, ob es noch irgendwas für uns zu ergattern gibt, aber es ist wahrscheinlich alles hundertprozentig weg. Und sehr aussichtslos für uns. Aber so ein paar Schalker wären schon noch cool. Ich gehe mal hier rüber. Oh, ich hab's. Einfach weggesnackt. Hihi. ja, sowas nennt man sozialer Mitspieler. So, hüpfen wir einmal hier hoch. Ja, es ist 1.17.1, ja. So, und da sind Schalkerviecher, aber das ist mir egal, weil... Dann fliege ich hoch. Und kann hier die Schalker klatschen. Und habe schon eine Schalkerkiste. Und dieser Anti-Cheat, der die ganze Zeit da meckert, richtig nervig. So. Man kann immer um diese Slaps klatschen und dann... fliegt man nicht nach oben. Das ist immer sehr praktisch. Und jetzt versuche ich einmal ganz kurz hier. Einmal sneaken, dann kommt man noch drunter. Und jetzt fliege ich hier hoch. Ah. Oh. Aua. Ja, okay. Schieß mich nochmal ab, bitte. Perfekt. Bisschen was essen, damit man nicht zu viel Schaden bekommt und dann einfach die Teile farmen. Das geht eigentlich ganz entspannt, finde ich. Okay, den habe ich. Den habe ich auch. Jetzt muss ich nur einmal nach unten kommen. Am besten ohne nochmal Levitation zu bekommen. Super. Hi. Ja, perfekt, okay. Und der Zweck teleportiert super. Wir können jetzt in der 1.17 die Schalker auch paaren. Das ist cool, finde ich. So, und dann versuchen wir mal noch hier. Ist das schon gelootet? 9 ist noch nicht. Cool. Jackpot. Jackpot. Diamanten. End-City ist schon immer gut für Loot, ne? Also, da kriegt man schon ordentlich was. Gibt's hier Ender-Chests? Oder /EC, haben wir das aktiviert? Keine Ahnung, ob es für alle aktiviert ist, aber ich nutze es jetzt einfach. Bei Quantum, wenn du willst, kannst du für alle aktivieren. Ich finde das ganz okay, wenn man einfach eine Ender-Chest überall hat. So. Dann kann ich da mein Zeug einmal drin saven. So. Wunderbar. Ich habe schon alles gelootet, aber... So. Perfekt, dann würde ich sagen... Danke. Gut, mal sehen, ob wir hier noch irgendwas finden. Ah, mies. Das hätte auch tödlich enden können. Aber, ja. Ich hab's überlebt. Ah. Vielleicht auch nicht. Ja, ich muss essen. Da ist noch ein Schalker. So, ich muss noch was essen. Wo ist der Schalker? Wo steckt er? Ach, da irgendwo draußen. Ja, super, okay. Juckt mich nicht, ich geh jetzt rüber. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Mal sehen. Vielleicht finden wir noch was.
Aber ich gehe mal davon aus, dass hier das meiste Blut ist. Ne, Lytra wäre natürlich schon cool, jetzt schon zu bekommen. Ja, und guck mal, die Ender-Chest wurde aber abgebaut. Super. Helden. Naja, ich beschwere mich ja nicht. So. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch was. Oh, nervig. Nervig. Es geht mit zwei Befehlen. Was geht mit zwei Befehlen? So. Und essen. So, jetzt schweben wir mal ganz kurz wie so ein kleiner Ballon nach oben. So, perfekt. Okay. Hier einfach mal kurz die Wände entfernt, oder wie? Okay. Ja, komm. Ich komm hoch zu dir. So, perfekt. Dann... Perfekt. So, dann hüpfe ich mal ganz kurz hier runter. Ich sollte eigentlich daraus lernen, dass es nicht klappt. Naja. So, es tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel rede, ne, aber... So, ich perle mich jetzt mal. Es gibt ein Schema, in dem diese Festungen gedingst sind. Ich muss nur gucken, die werden nicht in so einem Pattern generiert. In welche Richtung schauen wir denn gerade? North, West. Ich glaube, in die Richtung müsste es jetzt weitergehen. Nerviges Biest. So, einmal runter. Okay, ich wollte mir einfach so einen Block über den Kopf machen, dass ich nicht höher fliege, aber passt. So. Ich mache mir mal ganz kurz hier eine Plattform, um ein paar Enderman zu farmen. Dann kann ich mir noch ein paar mehr Enderperlen ranholen. Die sollten ganz praktisch werden. Genau. Dann können sie auch auf andere Inseln rüberperlen, ne? Das ist halt ganz cool. Ich hole mir mal gleich ein paar mehr auf einmal. Warte. Ich ziehe auch hier mit inzwischen. Da kann ein bisschen besser aimen, finde ich. Leute, nicht mit Fire Aspect draufschlagen. Immer ohne Fire Aspect, weil Endermen sind nicht so. Oh. Ich kann's kurz Sounds ausmachen. Das klingt ja grauenhaft. Legoshi nicht mit Fire Aspect draufhauen, sonst teleportieren die sich so komisch durch die Gegend. Die mögen das nicht. Hallo, hab gerade dein Video gesehen mit Mods auf Servern. Wenn du da Hilfe brauchst, melde dich am besten auf dem Discord. Wenn du einfach Ausrufezeichen Discord eingibst, dann findest du den Link dazu. Genau, aber es ist ein bisschen unpraktisch im Stream zu helfen, verstehst du? So, dann habe ich ein paar mehr Enderperlen. Und den nächsten fahre ich mir woanders, jetzt baue ich das noch schnell wieder ab. Weil ich habe doch eine... Ah, egal, nevermind. So. Genau, Ausrufezeichen DC. Und dann kommt gleich die Nachricht. Gefällt dir mein Kopf? Ja, wunderbar. So, immer noch 27 Leute drauf, aber die Server-TPS geht noch voll klar, auch wenn gerade lauter neue Chunks generiert werden. Das ist cool. Wir laufen gerade Richtung Süden. Die Richtung ist Norden, Westen. Ich
gehen, Westen. Zumindest schaue ich mal, ob da es weitergeht. So, ich mache jetzt hier nochmal die Render Distance höher. Ah, guck mal, da wird nochmal die TPS kurz angezeigt. Oh, wir sind bei 15, 16. Ja, das ist halt die Sache, weil jetzt lauter neue Chunks generiert werden. Aber über den Server kann man sich echt nicht beschweren, der ist echt nice. Ja, da weiß ich echt nicht, wie oft ich mich da noch bedanken kann, aber es ist echt cool, dass die das sponsern. Aber da ging es doch, glaub. Ah ne, von hier sind wir gekommen. True, dann geht es in die Richtung weiter. Hört ja auf, mir zu folgen. Hallo True Gamma, schön, dass du da bist. So, dann schauen wir mal, ob wir noch eine Festung finden, weil ich hätte schon gerne eine Elytra, ne? Elytra ist schon. Elytra, keine Ahnung. Ist schon cool. Na, schon wieder 20er TPS. Cool. Hm. Da ist jemand nicht gerade weit gekommen, ne? Ja, keine Ahnung. Wäre schon cool, wenn wir noch eine Elytra finden würden. Weiß nicht. Was ich auf jeden Fall noch an der Stream was geändern möchte, wäre, dass ich noch die Zuschauerzahlen einblenden möchte. Es geht nicht schwierig. Ich will es schon seit voll lang machen, aber ich vergesse es immer. Ich finde es cool zu sehen, wie viele Leute das immer sind. Um das zu sehen, muss ich dann immer ins YouTube Studio wechseln. Ist immer voll nervig. Aber ja. Genau. Jetzt kann ich die Sounds auch wieder anmachen. 7% passen immer ganz gut. Dann ist nicht zu laut oder zu leise. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Also ihr müsst es euch so vorstellen, die Endfestung, wenn man so geradeaus von einem Schiff weitergeht oder von der Endfestung weitergeht, dann wird man so nach einer bestimmten Anzahl X von Blöcken wieder auf eine Festung treffen, weil die in so einem Muster generiert werden. Aber guck mal, hier waren schon überall Leute. Also wenn wir irgendwo hinkommen, dann wird es auf jeden Fall schon gelootet sein. Leider. Deswegen sollten wir irgendwo Routen finden, die noch nicht gelootet sind. Naja. Und hallo Fnapp, schön, dass du da bist. Ja, guck mal, hier sind halt überall schon Leute. Na, vielleicht werden wir auch noch was finden. Und es wäre natürlich ganz cool von den Leuten, die schon eine Elytra haben, dass die eventuell dann nicht noch eine zweite farmen, weil einfach nur so aus Fairness zu den anderen. Ah, perfekt. Man sieht, ich kann das sehr gut. Ja. Ich kann nichts abbauen, warum? Ja, wenn du in einem geclaimten Chunk bist, dann kannst du da nichts abbauen. So. Ich werde mir keine Elytra holen. Okay, wie du willst. Ich finde halt Elytra immer super praktisch, weil, keine Ahnung, also dann ist man so richtig schnell unterwegs. Und ich könnte gar nicht ohne Elytra. Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit im Kreis renne, aber es geht, glaube ich, immer noch in die richtige Richtung. Wie sieht es von den Koordinaten her aus? Ja, okay, wir laufen immer noch. Wir laufen nicht im Kreis, sonst wären wir jetzt nicht bei 2200 Blöcken. Ja, dann müssen wir mal noch ein bisschen laufen, I guess. Aber das Licht hier sieht halt echt nice aus. Aber wie viele Elytras wurden jetzt eigentlich schon gefunden? Elytren. Ich glaube, Elytren ist der Plural davon. Oder? Ich bin bei solchen Wegen immer voll angespannt, wenn man so drüber rennt, weil. Das wurde schon mehr als eine gefunden. Kann man das beim Server nicht so machen, dass jemand Tab drückt, die Tote sieht und nicht beim Scoreboard? Die Leute auf der Bedrock können keinen Tab drücken, das ist das Problem.
Aber ja, ich weiß nicht, ob es dann mit dem Plugin in die Quere kommt, welches für die Ping dingst, aber könnt ihr bei Quanton fragen. Ich denke, es wäre schon sinnvoll, dass man sich dann per PIE per Befehl anzeigen lassen kann. Bei Quanton ist das zu kompliziert oder ist es machbar? Dass man bei PI einfach einen Befehl eingeben kann und das einfach angezeigt bekommt. Temporär. Okay, super, vielen Dank. Das ist cool. Weil ja, das mit dem Tode permanent am Rand ist schon ein bisschen lästig. Aber nicht heute. Ja, alles gut. Kein Stress. So, schauen wir mal. Ich hab. Das ist so unglücklich, dass wir bisher noch keine weitere Festung gefunden haben. Schade, schade. Müsste so ein Screen haben, der per also irgendwo permanent so die Koordinaten stehen haben. Bitte nicht in Caps schreiben, Dankeschön. Und die Leute, die sich gerade hier Netherite-Zeug machen. Nice. Ich habe gesehen, da kam gerade ein Abo rein, es müsste gleich angezeigt werden. So, ich baue mich jetzt hier mal rüber. Hast du fürs End jetzt einen anderen Shader drin? Ne, ist überall der Complementary Shader. Ja, genau. Jetzt wird's angezeigt. Danke YouTube FBI für dein Abo. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich rüberwerfen. So, dann geht's ein bisschen schneller. Ja, aber Server von der TPS-Zahl her oder von der Leistung her läuft immer noch super. Das ist perfekt. So, das wäre es natürlich cool, wenn ich mal eine Endfestung für mich alleine finden würde. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr Ends dran farmen. Ich schaue mir gerade das Streambild an, sieht ja nice aus. Ja. Ja, finde ich auch. Der Shader ist wirklich cool. Also danke nochmal, Mr. iOS, der mir den gezeigt hat. Ja, ist schon cool. Ja. Wie lange bleiben Seelen? Ich weiß es nicht. Ich meinte zu bei Quantum, dass sie eigentlich permanent bleiben sollen. Also sie werden nicht freigegeben, ne? Und danke Linus Vesta für dein Abo. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Ausrufezeichen Music habe ich nicht hinzugefügt. Nee, aber kann ich mal noch machen. Aber es ist, also für alle, die es interessiert, es ist Streambeats. Könnt ihr einfach auf Spotify suchen. Das ist alles copyright-frei. Ich habe nur letztes Mal einen Content-ID-Claim deswegen bekommen. Aber das hat sich auch alles dann wieder geregelt, also. Mein Laptop ist mit dem Shader lauter als eine PS4. Super. So, ich versuche jetzt mal da drüben hinzutreffen. Ich hoffe mal, die landet richtig. Nein, tut sie natürlich nicht. Cool. Kriege ich jetzt mein Zeug wieder? Ist jetzt alles weg? Oh. Ah, cool. Okay, also ich muss da jetzt wieder hinlaufen. Ja, okay, da muss ich jetzt hinlaufen. Danke für die ganzen Fs im Chat. Ich dachte, wenn man ins Void fällt, ist einfach Keep Inventory. Jetzt bin ich traurig. Okay, warte, ich mal mir kurz einen Screenshot davon. Moment. Von den Koordinaten. Ah, oh, es geht nicht, wenn ich Windows Shift S drücke. Wie doof ist das denn? Moment, ich mach mal ganz kurz hier. So, von den Koordinaten Screenshot. So, einmal Screenshot kurz geöffnet. Perfekt. So, dann. Brauche ich sonst noch was irgendwie? Und danke Starlight46 für ein Abo. Vielen Dank, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
So, ich nehme jetzt mir mal so eine kleine Standardausrüstung, aber bei Quantum war das nicht so, dass ich. Ah, TP. Accept. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ah. Ah, die wird auf so einer Glasplattform gespawnt. Ah. Hallo. Dankeschön. ja, gut, wenn die jetzt gerade da waren, das war natürlich gut. Bei Void töten, Toten. Ah. Okay, aber könnte man das vielleicht so machen, dass man da wirklich Keep Inventory bekommt bei Void? Weil ich glaube, es ist ein bisschen unpraktisch, dann hier runter zu müssen. Einfach Keep Inventory auf True gesetzt. Cool, danke. Achso, ja, jetzt Keep Inventory auf True. Okay, gut, jetzt ist es wieder korrekt. Jetzt passt das wieder alles. Jetzt habe ich zwei Tode. Müssen wir bitte einen Tod removen? nö. Ja. so, wir machen nochmal slash warp strong. Okay. So. Von mir aus zwei Tode, es nervt. Ich entferne mir off-cam. Gut. Ich finde die Musik echt entspannt. Gefällt mir. So, schauen wir dann einmal, wo nochmal das Portal war. Das Gateway. Mal kurz über ein bisschen höher. Hallo? Wo ist das Gateway? Ah. Sehe ich es einfach nur noch gerade? Ah, da. Ja, wow. Okay. Nevermind. Man kann slash back machen. Ja, ich könnte es machen, weil ich habe ja Admin, aber. Normale Leute nicht, glaube ich. Oder können das normale Leute? Ich weiß nicht. Also, ich zwei Schwerter, das ist ja nervig. Vielleicht weiß bei Quanton ja Bescheid. Okay, in welche Richtung gehen wir dann jetzt weiter? Wir können ja mal einfach ganz anders gehen. Kommt hier in irgendeine Richtung noch was? Ja, ich gehe jetzt mal hier rüber. Wunderbar. Jetzt bauen wir uns hier mal ein bisschen rüber. Das war jetzt entspannt. Jetzt könnt ihr mal erzählen, was habt ihr heute so gemacht? Dann können wir ein bisschen Unterhaltung machen. Ein bisschen just chatting. Ich weiß, ich bin da voll schlecht und so. Wenn ich nicht wirklich was zu tun habe, dann. Keine Ahnung. Wer chattet jetzt ran voll permanent, hätte ich wahrscheinlich schon was zu reden, aber. Erzähl doch mal. So, ich glaube, die Blöcke werden garantiert nicht reichen. Ja, okay. Ich glaube, diesmal probiere ich es nicht nochmal so riskant mit einer Enderperle. Und dann. Rennen wir jetzt hier mal rüber. Meine Seele ist im Void. Bei Quantum kannst du nochmal kurz Cedric dingsen. So. Da wären wir dann mal. Jetzt kann ich mich hier rüber werfen. Das ist jetzt kein Ding mehr. So. Dann gehen wir jetzt mal in eine andere Richtung, wo die Leute noch nicht waren. Hoffentlich. Und schauen mal, ob wir hier vielleicht noch eine finden. Ist das hier so ein Attentat? Ja.
So, mal schauen, ob wir hier eine Endfestung finden. End City. Das wäre cool, wenn wir so eine für uns alleine hätten, weil dann können wir da richtig looten. Und der Anti-Cheat, die haben wir da schon wieder rum. Bei Quantum kannst du vielleicht einstellen, dass das nicht immer im meinen Chat zu spammen, wenn die Leute mit der Elytra fliegen und da irgendwie dann zurückgebacken werden oder sowas und das dann irgendwie so im Chat steht oder wie auch immer. Ich weiß nicht, warum das entsteht, aber dass die Leute immer so illegal Movement haben. Ja, okay. So, dann bauen wir es nochmal hier rüber. Und dann noch ein bisschen in die Richtung. Ah, perfekt, danke. Ich glaube, da drüben wieder irgendwo eine neue Insel. Dann bauen wir es mal darüber. So, mal schauen. Wie viel Leute sind eigentlich noch online? 27 immer noch. Krass. Ja, Blöcke gehen jetzt halt leider aus. Ich hätte früher schon mit Slabs arbeiten sollen, aber daran habe ich natürlich nicht gedacht. Smart wie sonst was. Jetzt bauen wir einen sehr schönen Weg aus verschiedenen Blöcken. Super. Das ist doch toll. Ich habe nur so diese Block-Sounds gehört und war nur so, okay. Perfekt. Wo kam die Blöcke her? Wahrscheinlich irgendjemand im Vanish, oder? Bei Quanton. Kann ich die Scaffoldings? Come on, nee, das ist fies. Ich muss selber mir Blöcke besorgen. So, dann holen wir uns noch mehr Blöcke. Ich hoffe echt, dass da eine Endfestung kommt. Irgendwo. Ich glaube, Keep Inventory ist an. Da. Hä? Was ist los? Hilfe. Verwirrung. Super Pickaxe disabled. Bei Quanta hast du mich gerade kurz Super Pickaxe enabled. Verwirrung. Hey Kalli, ich hätte mal eine Frage. Stell sie gerne. So, gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Ich schau mal kurz was nach. Okay. Wunderbar. Ah, cool. So. Ich wurde gerade vom Server gekickt. Deswegen habe ich cool gesagt. Ist der Server gerade offline gegangen irgendwie? Server Crash? Cool, wait. Ich habe noch keine Editor, nein. Okay, warte, ich gehe mal kurz aufs Webinterface. Oh, ich hab mich vertippt. Perfekt. Wenn ihr sehen wollt, wie das aussieht bei uns. Warte. Nicht Server anpassen, nein. Web Interface. Ah, er wird schon gestartet gerade. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Guck mal, da startet gerade der Server neu.
Ja, läuft super. Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay, da sind wir wieder. Ja. Hi. Okay, warte, falsche Szene. Ich bin gerade in der Luft geschwebt, not an Alex Skin, aber jetzt. Oh, das war close. Warte, habe ich irgendwie. Warum? Warum hatte ich Fly aktiviert? Warum kann ich fliegen? Ja, das mit Just Chatting klappt super. Okay, ja, jetzt destroyen gerade so viele Leute. Jetzt gerade die Server TPS im Heimer. Ja, okay, deshalb berappelt sich gleich wieder. Das wird gleich wieder alles. Wait, nein! Jetzt habe ich meinen ganzen Endstone nicht mehr, den ich vorhin hatte. Okay, White, lass es mal an. Ah, okay, was geht hier gerade ab? Hilfe. Hilfe. Wo bin ich? Wait, nein. Hier war ich nicht. Hier war ich nicht. Wait. Awesome JK schreibt gerade auch. Wo bin ich? Haben wir gerade einfach random Positionen getauscht oder wie? Okay, cool. Und warum ist mein Inventar wieder voll? Warum habe ich die Blöcke nicht benutzt? Dein Server hat einen Flashback, ja. okay. Wo bin ich? Gute Frage. Okay. Cool. Ich glaube, es ist in die Richtung. Ah, oh nein, hier war ich ja vorhin schon. Oh Gott, wir wurden richtig weit zurückgesetzt. Ah. Okay, ja. Gut, wir haben jetzt wie den Fortschritt von vor 5 Minuten oder vor 10 Minuten. Mies. Ganz mies. Ich hätte mich, glaube ich, in die Richtung dann weitergebaut, ne? Da muss ich mich gleich rüberperlen. Ach nö, das ist ja mies. Das ist richtig mies. Naja, halb so wild. Nee, das ist nicht Tausch von Spielern, sondern wir wurden einfach zurückgesetzt. Ich hab das Gefühl, hat der Stream wieder so eine richtig lange Verzögerung, weil. Keine Ahnung, manchmal ist überhaupt keine Verzögerung so gefühlt. Ah. Manchmal ist die Verzögerung richtig groß. Ich wollte noch so einen grauen Hintergrund hinter den Chat machen, damit man den besser auf anderem Hintergrund erkennen kann. Ja, da sieht man mal wieder, wie perfekt ich vorbereitet bin. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gerade laufe. Nee, so komme ich weiter da zurück hin, wo wir waren, ne? Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach mal irgendwo lang. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hallo Carlo, wie geht es Ihnen? Erstens heiße ich nicht Carlo, zweitens, mir geht's gut. Also, wobei, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Und einen sehr schmerzenden Arm, aber ansonsten. Ansonsten ist alles bestens. Ja, ist komisch, mich doppelt zu hören, ne? Geil, Bedrock und Java Server, ja, finde ich auch. Hallo Yoshix. Ich sollte den F3-Screen ausblenden, ne? Weil sonst ist der Chat so komisch. Ja, jetzt habe ich halt gefühlt keine Blöcke mehr. Warum haben die noch mal Rechte? was? Na, ihr Kartoffelnudeln.
Ah, das Spiel stumm geschalten, okay, ja. okay. Gut. So. Hoffen wir mal, dass da irgendwo noch eine End-City kommt. Ist die Render-Distance höher? Bei Quantum hast du die Server-Render-Distance höher gestellt. Fast Bridgen, ja, bestimmt. Höher als bei anderen Servern. Aber vorhin war sie geringer, oder? Habe ich zumindest das Gefühl. Das Gefühl trügt wahrscheinlich. Darf ich hier ganz kurz vorbei, ohne runterzufallen? Okay, gut, danke. Ich brauche kurz Blöcke. Kann man nicht daraus irgendwie. Ne, jetzt muss man einen Ofen backen, dann kann man da Blöcke draus machen. Irgendwie. Bin neu, wie heißt denn der Server? Schau einfach mal unten links in die Ecke, da steht die Server-IP und du kannst einfach drauf. Arbeitest du schon an deinem neuen Video? Ich habe das vor einer halben. Also, ja, jetzt insgesamt vor 1,5 Stunden rausgebracht. Und jetzt während dem Livestream arbeite ich logischerweise nicht an dem Video. aber ja. Und die Tode häufen sich. Name ist egal, ist an Platz 1 mit 51 Toten. Nein! Warum Lodestone Kompass? Nein. Hört doch auf, ihr sollt mir. Weil ich habe Q deaktiviert, damit ich nicht mehr, ich mein Zeug wegwerfe. Das sollt ihr nicht machen, bitte. Danke. Ist nett gemeint, aber ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn ich irgendwelche Dinge habe. Einfach die neueste Version. Also Java, die neueste Version ist 1.17.1 und Bedrock ist es auch irgendwie eine komische Nummer. Einfach die neueste Version verwenden. Dann kommt ihr auf den Server. Hi, ich hätte nämlich eine Frage, die bestimmt auch mehrere Leute interessieren würde. Dann stell sie gerne. Drogenhandel mit Dirt. Was die machen. Ja, okay. Du sollst nicht ins Void kotzen. Das ist nicht gut. Und hi Nova Julian Minecraft. Schön, dass du wieder da bist. So, ein paar mehr Blöcke haben wir jetzt. So, ich entferne den Typ Konsolenrechte und seine Rollen auf dem Server. warte, was? Man kennt ihn, den Drogenhandel mit Dirt. Ja, klar, mache ich auch immer. Warte, was? Hatte mich jetzt ein paar Tage informiert, aber habe leider nicht. Habe leider nur viel zu viele Server gefunden, wo du nichts gecheckt hast. Es geht um Checkpoints bei Jump'n'Runs. Ah, okay, ja. Ist aber wahrscheinlich auch kompliziert. Also, stelle ich mir kompliziert vor. Ich überlege mal, ob ich dazu ein Tutorial mache. Ich habe da eine Idee. Dass ich eine Creation mache, die man einfach so nachbauen kann. Oder so. Ich überlege mal was, okay? So, jetzt bauen wir es hier noch schnell rüber. Das sollte hoffentlich passen bei den Blöcken und wenn nicht, ich habe ja noch die Enderperle. Also es passt sicher nicht, aber das wäre mies nett von dir. Ein Checkpoint, bei dem man nicht stirbt. Ja, ich schau mal. Darf ich bauen? Nein, weil du hast cheated Blöcke. So. Was denkst du über das 1.19 Update? Gute Frage. Also ein End-Update wäre schon cool. Aber keine Ahnung, wie realistisch das ist. Ich würde aber auf ein End-Update hoffen, weil es ist ein bisschen ermüdigend hier, das End, wie man hier gerade sehen kann. Was einfach nur daraus besteht, dass man hier Blöcke farmt. Wenn du bauen willst, dann bau halt. Aber hoffentlich nicht mit gecheateten Blöcken. Danke. Was ist für ein Shader? Der Shader.
Ja, du, warte, du kriegst meine Pickaxe, die hätte ich aber gern wieder, okay? So, warte. Dann nutze ich die hier. Die ist eh ein bisschen schneller. Die hat Fortune. Der Shader heißt Complementary Shader. Also so geschrieben. Complementary. So. Ja. Okay, bei Quantum baut Blöcke ab, das ist schon mal sehr hilfreich, wenn Leute helfen. Zwei Ollis, ich weiß, das ist keine Spitzhacke. Wenn ihr kurz hier bleibt und deine TPA wieder annehmt, dann kann ich kurz neue Spitzhacken holen, okay? Okay? Gut, dann bleib hier. Slash home, home. Ich meine, das kann jeder Spieler machen, das ist kein Cheat oder so. Ah, und bei Connor kann ich einen Link zum Shader geschickt. Ja, also ich werde noch ein Ausrufezeichen Shader irgendwann mal erden, würde ich mir irgendwann mal die Zeit mache. Ich nehme ein bisschen Holz einfach mit. Ins End und ein paar mehr Blöcke, wenn ich hier noch welche habe. Ja, damit kann man auf jeden Fall bauen. Das ist unnötig, das ist auch unnötig. Essen, ja, Essen bringe ich dir auch noch mit. Muss ich aber noch was backen, glaube ich. Hi. ich habe kein Essen. Ah, danke schön. Vielen Dank. Sehr nett. Das Essen kommt angeflogen. Wow, danke schön. Warte, warte. Justus, stehen bleiben. Zurückkommen. Du hast sowieso noch was. Du kriegst sowieso noch was von mir. Das benenne ich jetzt einfach. Ich habe keinen Anvil. Okay, stell dir vor, anstelle von Calimero 2 würde der Justus stehen. Den schenke ich dir, weil. Du hast mir das Beiglas gegeben und so. Dann. Dankeschön. So, jetzt machen wir eine TPA in zwei Ollis. Dann mache ich dir eine Spitzhacke. Habe ich Stein mitgenommen? Ah, ich habe keinen Stein mitgenommen. Moment, muss mal zurück. Dumm. Sehr dumm. Warte, ich. Achso, ja, okay, ich hätte sogar Eisen dabei gehabt. Aber ich mache ein paar mehr. Warum? Nein, 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 danke schön. danke. Sehr nett. Ah, danke. Ah, wow, die kam ja von dir. Okay, danke schön. Ihr sollt mir aber nicht die ganze Zeit beschenken. Aber danke. So, jetzt nochmal. TPA. Zwei Ollis. Ja. Dann. Perfekt. Dann machen wir ein Crafting Table. Und machen Spitzhacken. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja, erstmal 2. Ich habe eh nicht mehr Platz im Inventar. Und wenn du noch Ausrüstung brauchst, hier, nimm das noch. Und da ist noch deine Spitzhacke. Und die nehme ich. Und in die Ender Chest kommt dann der Rest dann wieder rein. Ich kann dann hier noch mehr Zeug craften, weil ich habe ja alles da dabei. So, man sollte immer Holz in der Ender Chest haben. Ich bin immer zu dumm, um mir das zu merken, aber ja. So, Backquant hat schon angefangen zu bauen. Okay, super. Ich hole mir noch ein bisschen mehr. In welche Richtung muss man gehen, um eine Festung zu finden? Vielleicht will das jemand nochmal recherchieren. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, also Westen oder Süden. Warte, macht das Sinn? Warte, warte, South? Nee, nein, nein, nein. Westen oder Osten, glaube ich. Aber, Ost. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh, da kommt eine Festung. Wupp, wupp. Nee, ich glaube es nicht zufällig, wie die generiert werden. Die haben ein Pattern, wie die generiert werden. Man muss dann in irgendeine bestimmte Richtung weitergehen, dann kommt alle irgendwas Blöcke. Zumindest die Chance auf eine Endfestung. Hat die ein Schiff? Juhu. Die sehe ich schon lange. Ah, wow. Warte, ich will bauen. Ich. Ich hoffe mal, die ist noch nicht gelootet. So. Dann schauen wir mal. Ja, also sorry, dass ich mir jetzt so ein bisschen von der großen Menge, wer ist alles im End? Keine Ahnung. Sorry, dass ich mir jetzt von der großen Menge so ein bisschen abgegrenzt habe, aber
Es ist halt einfach immer ein bisschen arg bunt, ne? Und das muss nicht unbedingt so. Okay, da kann man rüber hüpfen. Super! Und wir dürfen weiter Blöcke farmen. Nee. So, dann, keine Ahnung, wie viele Blöcke brauchen wir. Ich denke mal, so ein eineinhalb Stack, zwei Stacks müssten reichen, bis wir drüben sind. Ah, warte, habt ihr nicht Hunger? Stimmt, ihr wollt ja was zu essen. Warte, Ollis. Essen liegt hinter dir. Und bei Quanton, wenn du Hunger hast. Hier noch für dich. Hier, sharing is caring, ne? Keep inventory ist nicht an. Oh, mies. Ach so, nur am End. Ah. Ja, genau, in der Overworld müsste zu der Seele zurückgehen. Okay, gut, ja, macht Sinn. Okay, wir können gleich rüberhüpfen. Ja, ich glaube, das reicht. Hüpf, 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 hüpf. Du sollst hüpfen, Mann! Guck mal, das war smooth. Darf ich die Elytra dann haben? Danke. Nächster Eingang. Ah, okay, ist weg. Perfekt, so geht's auch. Ja. Wieso, der Typ ist gerade gewonnen hätte? Ah! Bei Quanton! Ich will. Hey. Ich will erkunden. Ist hier ein Schiff? Gibt es eins? Bei Quanton gibt es ein Schiff. So, weil wir müssen gleich wieder runterfallen. Dann schauen wir mal. Ja, perfekt. War close. Bitte überlebe ich das? Wäre es nicht vom Schalk abgeschossen? Habt ihr es gefunden? Ja, das freut mich sehr. Ja, richtig weird, wenn man im Live-Talk so random hüpf, hüpf, hüpf hört. Ja. Wow, was habe ich denn? Achso, Absorb. Ja, verwundert, warum ich diesen Effekt. Aggression. Ich baue mich jetzt einfach hoch mit Diorite. Ah, warte. DP accept. Hoffentlich unter dem Block. Ah, oh cool. Yeeu. Ein Schiff. Eine Elytra für mich. Okay, dann bauen wir es mal rüber. Ja, einfach so. Dum, 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 dum. Spannend. Ey, ich will die Elytra haben. Warte, wo ist die? Ah, hier. Ah, die haben sich schon geschnappt. Nee. Ciao. Ah, danke für meine Spitzhacke. Wie der Blick. Ah, danke. Okay, cool. Müssen wir die Elytra geben? Ah, lol. Ah, danke. Hui. Dankeschön. Ah, wo ist die Elytra? Ey, sie ist weg.
Wow. Leider, oder? Ah, Dankeschön. Juhu. Nur im Chat Donovan hier, was? Hilfe. Ja, okay. Cool. Was haben wir hier noch drin? Ah, die Tränke. Zeug in die Ender Chest Müll. Cool. Aber. I believe I can fly. Ich will fliegen. Warte. Ich sollte nicht irgendwo hinfliegen, wo ich jetzt drauf gehe, aber. Warte, wo kann ich runterfliegen? Hab den Drachenkopf schon geholt? Think so. Wuhu. Ich liebe Lüterfliegen. Tschö da oben, ne? Einfach kurz allein gelassen. Ja. Ja, ich wollte eigentlich auf diesem Teil landen, aber. Ah, ist alles allein gelassen. So, ich würde sagen, jetzt kannst du mir. Ja, ich geh irgendwann mal noch richtig Elytra farmen. Dann mache ich vielleicht noch einen eigenen Stream dafür, aber Shader ist echt ein Maschallah. Ja, ich finde den auch geil. So, wir machen jetzt einmal Home. Und machen jetzt eine kleine. Dieser Klotz da, der muss dringend noch weg. Aber. Wir machen da noch eine Rundtour über die ganzen Häuser. Und über das, was ihr so gebaut habt. Ah, wait, die Rüstung wollte ich anziehen. Das schauen wir uns dann gleich mal alles an, okay? Nein. Warum haben wir schon wieder einen Crash? Woran liegt das mit den Crashs? Wait, ich schaue jetzt in die Konsole, was da passiert. Ist einfach geendet mit Made the Advancement und Getting an Upgrade. Hä? Wait, ich zeige das kurz. Guck mal hier. Wir haben einfach nur. Ah, wow, wait. So, komm mal, wir haben einfach nur hier. Getting an Upgrade. Und. Sowas, sowas. Hä? Ja. Okay, ich weiß nicht, was das Problem ist. Wahrscheinlich irgendein Plugin oder so, was Mist gebaut hat. Doof, sehr doof. Aber es wird schon restartet, wie es aussieht, oder? Warte. Ah ja, läuft wieder. Okay, ja. Der Server startet gerade wieder. Okay. Bei Sepp ist es noch schlimmer. Ich kann dir sagen, warum. Dann schreib mir gerne, warum. Ja, das ist halt mies. Hab Spitzhacke. Schreibt mal ein bisschen anders, aber ja, cool. Da sind ein paar Errors. Aber. Ja, okay, jetzt kommen die ganzen Anti-Cheat-Dinger. Okay. Ja, wir gehen ja wieder auf den Server. Black Screen wegen Fullscreen, ich liebe es. Ja, hier können wir nochmal ein Bild hinmachen. Sieht noch ein bisschen cooler aus. Hey, SDS, bitte nicht in Caps irgendwie Bullshit schreiben, danke. Oh, ah! Nein! Jetzt kleben wir wieder im Endfest. Was soll der Müll? Es wäre jetzt funny, wenn sich jetzt irgendwie Items dupliziert hätten, also die Elytra dupliziert hätte. Aber, ne. Hey, wo ist das Zeug hin? Ey, wait. Ist es noch bei mir in der Kiste? Wait. Slash Home. Es ist sehr verwirrend. Warte. Ne, natürlich ist nicht hier drin die Elytra. Cool, es ist die Elytra weggeglitscht, oder wie?
Die Whitelist wird gerade angemacht, weil zu viele Leute joinen. Sie wird gleich wieder deaktiviert. Ich kann nicht mehr schlafen. Ah, das ist Optifine Bug. Slash Whitelist off. Ah, ne, es kommen Leute drauf, oder? Ja, die ist okay. Ja, ich weiß. Ist Hallo Mero besser als Hallo Carlo? Nein. Ja, okay, also auch wenn jetzt diese Lytra weg ist, ich gehe jetzt mal gucken, vielleicht kommt die doch noch irgendwo her. Ah, wow, da ist sie wieder. Ja, okay, also falls ihr Zeug verloren habt, sagt Bescheid, das ist halt doof, aber... Ja, passiert. Die Inventare wurden halt übertragen, aber das andere Zeug nicht. Es ist doof. Naja, wir müssen nochmal gucken, woran das an den Crashs jetzt lag. Wahrscheinlich haben irgendwelche Plugins nicht miteinander harmoniert und wir haben Müll gebaut. Ja, jetzt hängt auch der Server, weil wir einfach gerade zu viel Traffic drauf haben. Ach ja. Okay, ich glaube, jetzt wird es besser. Kannst du nochmal die Notifications ausmachen für das Dings? Danke. Also müssen wir wahrscheinlich die Achievements ausmachen. Warte. Ich habe 30 Stacks Dia verloren. Ja, okay. Darf ich dich bei der Rundtour begleiten? Ihr dürft mich alle begleiten. Also wenn ihr wollt, teleportiert einfach mal alle kurz her. Wait. Also, gibt's Leute, die nicht teleportiert werden wollen, dann schreib's mal bitte kurz in den Chat. Bei Quantum, ansonsten kannst du alle her teleportieren. Dann starten wir am Spawn. Warte, wir starten am Spawn. Alle einfach am Spawn kommen, die mitmachen wollen bei der Rundtour. Einfach alle slash Spawn eingeben, dann machen wir eine Rundtour. Und die, die nicht wollen, dann bleiben die einfach. Genau, einfach alle ans Spawn gehen. Dann machen wir eine große Rundtour und schauen uns einmal alles an. Jo, ihr müsst jetzt nicht mehr schreiben, wenn ihr nicht mehr teleportiert werden wollt, weil wir haben es anders gelöst. Meine Steinspitzhacke ist verschwunden. Ja, dann macht ihr neu. Ah, free to use Ender Chest. Ah, cool. Warte. Ist das Zeug wirklich weg? Ja, okay. Bei Erik ist das Zeug weg. Ah, okay. Ja, okay. Dann würde ich sagen, folgt mir alle mal. Wir gehen jetzt mal ein bisschen eine Rundtour machen. Eventuell können ja die Leute im Live-Talk, wenn das jetzt gerade irgendein Mod Lust hat, das zu moderieren, dann können die Leute im Live-Talk, die das gesagt haben, auch was dazu sagen. Die das gebaut haben. Zum Beispiel haben wir hier von wem ist das hier? Von Meditero. Ist diese Person auch im Live-Talk? Will die Person was dazu sagen? Wenn ja, meldet euch einfach über den Live-Talk. Dann, also wer nicht weiß, was der Live-Talk ist, ihr könnt einfach auf den Discord kommen, Ausrufezeichen Discord im Chat. Und dann können wir da mal gucken. Was haben wir denn hier? Eine Eisenfarm, oder? Sieht aber nicht fertig aus. Ich kann mir vorstellen, dass eine Eisenfarm werden soll oder sowas. Was war das hier? Keine Ahnung. Okay, K-Play, möchtest du was sagen? Dann kurz auf Discord das Managen, falls jemand von den Mods gerade Zeit hat. Dann können die Leute was dazu sagen. Ich würde das Ganze managen. Wir okay, dann darfst du es gerne managen. Okay, cool. Ja. Könnt ihr kurz in den Chat schreiben, ob man die Personen gut hört, die gerade reden? Dann wird das passen. Aktuell haben wir keine Anfragen. Okay, gut. Ja, also die Leute, die zu den Gebäuden was sagen möchten, die dürfen einfach die Hand heben. Etwas leise geht aber. Okay, ja. Dann pegel ich das noch kurz ein bisschen höher. So. Wunderbar. Dann mach gerne diese Redeanfragen. Im Live-Talk. Und dann, ja, okay, perfekt, jetzt bin ich wieder da. Okay, ich glaube, hierzu kann man nicht so viel sagen. Hier wird Lava produziert durch Dripstone. Und dann kann man hier mal Lava aus den Kesseln rausnehmen. Ja, ich glaube, da können wir weitergehen.
Was gibt's hier? Hier ist ein Haus. Okay. Was noch ein wenig unvollständig ist, würde ich mal sagen. Da fehlt noch ein Dach. Denke ich. Okay. Ja. Ja, so guten Tag. Guten Tag. Was ist Kann hier mich von jemand dir? dann zum. Ich. Okay. Ich höre dich sehr abgehackt, aber. Cool. Also bitte beachten, dass wenn ihr was im Live-Talk sagt, das auch im Stream zu hören ist, ne? Und. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier weiter. Ja, ich hab's gesehen, aber wir brauchen keine Programmierer mehr, danke. Bitte spam den Chat damit nicht voll. So, was haben wir hier? Das Haus von Drones Flyer. Weiß nicht, ob er oder sie da ist. Oh, okay, hier endet's. Super. Ich würde mal gerne diesen Tempel da drüben angucken, oder dieses Ozeanmonument, was da gebaut wurde. Das sieht mir ganz cool aus. Okay, schauen wir mal. Von wem ist die denn? Wer baut da? Also die Ja, Person kann gerne was dazu das sagen. ist mein. Ah, okay. Bist du gerade da oder? Also, oder bist du im Also die Moment? Welt. Also ich stehe hier bei der Creeper Farm, wo die Welt generiert. Ja. Okay, Ich ja, kann wenn aber noch nicht nicht. gehen. Ja, ich kann dich auch kurz her teleportieren, wenn du willst. Ich bin ja ganz nah dran, als. Oh. Disconnected. Wie dazu. Ja, okay, dann hast du wahrscheinlich gerade Internetprobleme. Oh, hier. Jo. Warum kommen da keine Zombies rein? Okay. Ja, ich bräuchte so. Okay, dann bist du gerade da? Ja, okay, ich teleportiere dich kurz. Slash TP So, ja, Foxhaven. okay. So. Ah. Ich will hier unten ein bisschen trocken legen. Wo Brauche ich ein bist paar du? mehr Ich sehe dich gerade Chunks. nicht. Sieht ihn jemand? Ich. Wenn es nicht rumbackt, stehe ich am Netherportal. Oh nee, ich bin oben auf dem Tempel. Hä? Ah, okay, ja, perfekt. Ah ja. Hoch, Okay, ich sehe dich, ja. Gut, dann kannst du gerne mal zeigen, was du so gerade am Bauen bist. Dann schauen wir uns das mal an. ja, das ist ein Ozean-Tempel mit doppelter Größe. Und mir fehlen ein paar Tanks. So. Ja, eventuell werden wir das Chunk Limit noch ein bisschen erhöhen, aber ihr könnt einfach an Die Spawn wieder Chance. hochkommen, aber ich werde keine TPAs annehmen. Und dann ist Okay. hier noch alles ein bisschen uneingerichtet. Ja, aber ich sehe schon, wohin die Winds geht, in welche Richtung es geht. Also cool. Auf jeden Fall. Und ja, da bist du wahrscheinlich noch am Trockenlegen, ne? Das wird noch sehr spaßig. Ja. Ja. Ich Ich traue mich halt meine. nicht weiter zu bauen, wenn hier noch nicht geclaimed ist. Ja. Deshalb. Ja, okay. Gut, dann schau mal weiter nach hier drüben. Ja, ob die Leute folgen können, ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell weg. Und danke, Backman, dass du den Chat moderierst. Nitro Berlin baut hier. Ist die Person gerade im Live-Talk und möchte die Person dazu was sagen? Das müssen wir mal kurz abchecken, ob die Person im Live-Talk ist. Nein, ist sie nicht. Ah, okay. Ja gut, dann werden wir uns etwas so angucken, was hier so gibt. Nitro Valley. Okay, ich versuche mal so einen kleinen Blick da rein zu werfen. Ich kann ja auch selber mal kurz in den Spectator gehen, ein bisschen schauen. Ja, schick, schick. Und hier im Haus sind Farmen. Nee, danke. Ja, alles gut. Kann man sich schlagen? Wait. Nee, kann man nicht. Gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Schauen wir mal, was da oben ist.
Zu wem gehört dieses Grundstück hier? Ist immer noch Nitro Berlin? Gehen wir davon aus. Ah ne, XF3. Ja, klein, aber fein. Viel mit Laub gearbeitet. Ja, ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich denke, daran wird noch gearbeitet. Aber cooler Anfang. Okay, ich glaube, in die Richtung kommt sonst nichts weiter. Wenn, bei Quanta, wenn du Lust hast, darfst du auch gerne anführen, so ein bisschen, weil ich war die ganze Woche nicht auf dem Server und habe ein bisschen den Überblick verloren. Um genau zu sagen, ich auch. Ich habe in der Woche noch. Okay, ja, also dann würde ich sagen, gehen wir von die Richtung hier. Perfekt, wenn die Server-Admins vom Server. Ich habe unterirdisch gebaut. Okay, dann, Justus, wenn du uns zeigen möchtest, wo es lang geht zu dir, dann darfst du es gerne machen. Dann laufen wir alle mal Jojo hinterher. Wo ist er? Da. Okay. Dann folgen wir da alle mal und kriegen eine kleine Führung. Ja, schauen wir mal. Also wenn du Lust hast, was dazu zu sagen, kannst dich gerne im Discord melden. Wenn nicht, auch nicht so wild. Aber es ist halt schön, wenn man was von den Leuten hört, die es gebaut ich haben. Ich bin hier, um Redeanfragen anzunehmen. Genau, ich muss mich einfach nur im Livestream melden, aber verständlich, wenn manche Leute nicht reden wollen, ne? So, wir machen eine halbe Tour. Ah, hier war ich glaube schon mal. Im ersten Stream. Ein Grundstück bekommt man mit /chunk claim. Die Befehle haben sich geändert. Es ist nicht mehr /claim, sondern /chunk claim. Alle Befehle stehen auf dem Discord in #news. Die habe ich dir zusammengeschrieben, also schaut da gern rein. Ah, ist wieder Tag. So. Ah, da geht's rein. Okay. Schauen wir mal, was Justus da gebaut hat. Ist zu dunkel. Ich nehme mal Fackeln in die Offhand. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen besser was. Also wenn du das dazu sagen möchtest, gerne. Ansonsten. Genau, der Link zum Discord steht gerade im Ingame-Chat. Genau, und auf im Livestream-Chat könnt ihr einfach Ausrufezeichen Discord eingeben. Oh, Exolotls. Die sind so süß. Wirklich, die sind echt cute. Was kommt hier oben noch? Ah, eine Ziege. Guten Tag. Und hier geht's raus. Okay, cool. Ja, schick. Das ist unterirdisch. Da sehe ich auf jeden Fall, dass hier noch mehr kommen wird. Bestimmt, warum bin ich im Spectator? Okay. Und eine Schneefarm. Okay, ja, also eine sehr funktionale Base. Und Leute, ihr müsst mich nicht im Chat zuspammen mit nimm meine TPA an, weil ich jetzt nicht permanent hier rumstehen werde und TPAs annehmen werde. Und Justus, wenn du hier noch einen Kessel drunter stellst, dann landet da Lava drin. Okay, ich mach einmal TP Accept. So, dann kommen die Leute mal hierher. Okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wo wollen wir denn weiter lang gehen? Ich würde sagen, wie lange willst du noch streamen? Ja, keine Ahnung. Also bis 20 Uhr würde ich sagen. Halt mal ein bisschen länger. Dieses Hühnchen, sofern da jetzt eins spawnt, hat eine sehr lange Geschichte, also einen sehr langen Flug hinter sich. Das kann schon im Ei fliegen. Sehr lange Geschichte, was erzähle. Naja. bei Awesome JK vorbeigucken. Ja, wir gucken mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da vorbei, wo wir vorbeikommen. Waren wir hier schon? Enterprise Max. Okay, wir schauen mal hier. Ich denke, wir gehen einfach rum und gucken da, wo wir vorbeikommen, ne? Weil. Ja, das ist dann, glaube ich, am schnellsten. So, was haben wir hier? Ja, ganz nett. Mit Seegurken. Ist halt viel so aus einem Block, aus dem Dunklen.
Das mag ich persönlich nicht so, wenn wirklich alles aus einem Block ist und so dunkel, aber ich finde es nicht schlecht für den Anfang. Also ist schon mal ganz nett. Cool, aber ich denke, da kommt auf jeden Fall noch viel dazu. Viele sind noch am Anfang, ne? Also das muss man beachten. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in die Richtung weiter. Das ist ein Eisengolem, guten Tag. Hat jemand noch seine Base unter freiem Himmel? Wer lebt dort? Kroha und Outfill? Outfill. Ha. Man kann das fast nicht lesen. Okay, cool. Was gibt's hier für Farmen? Ah, eine Rankenfarm. Okay. Cool. Ja. Und da werden Tripstones gefarmt. Cool. Gefällt mir. Wenn du noch ein Haus baust, dann ist nicht mehr alles unter freiem Himmel. Aber das wird auf jeden Fall cool. Ah, free to use Enchanter. Cool. Das ist nett. Also wenn man verzaubern möchte, geht es auch hier. Und dann kommen wir zum Spawn. Hier gibt es eine Infotafel. Was steht da drauf? Wenn ihr es verkaufen wollt. Ah. Ah, ist geklemmt. Meiner EG wird jetzt zerstört. Ah, cool. Genau. Dann haben wir hier das Nether-Portal. Ich glaube, im Nether ist nicht viel passiert, oder? Ich glaube nicht. Okay, dann... Ich spüre gerade, wie meine Stimme mich verlässt, deswegen werden wir auf jeden Fall demnächst, ich denke mal, ja, um 20 Uhr auf jeden Fall. Genau, dann kommen wir auch zu mir. Ja, super, wenn man vom Spawn auf mein Haus zuläuft, dann sieht man es halt nur von hinten. Und von hinten ist nicht so cool. Ah, da unten habe ich Bäume reingepflanzt, damit man drüber laufen kann, super. Genau. Mein Haus, für alle, die es nicht gesehen haben, ich habe da heute auch ein Video dazu gemacht. Dürft ihr euch gerne angucken. Hier drin ist ein Dorfbewohner, den ich eingebaut habe, damit er nicht umgebracht wird. Aber das wird auf jeden Fall noch schön gemacht. Und ich werde auf jeden Fall weiter in Videos hier noch drauf eingehen, auf das, was ich hier baue. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier sieht man das schon ein bisschen weiter aus. Eine Glocke. Alle einmal draufhauen. Lärm machen. Okay. Gut, reicht. Was haben wir hier? Das ist ein normales Haus vom Dorfbewohner, was ein bisschen... modifiziert wurde, wie es mir aussieht. Es wurde absturzsicher gebaut. Da habe ich mich beschwert darüber, als ich hier das erste Mal war. Sehr gut. Eine fette Zuckerrohrfarm. Auch immer gut. Funktional mit Design. Hier wird schon was gebaut. Geschlossen wegen Diebstahls. Oh je. Ja, wir werden noch gucken, ob wir vielleicht ein Shop-Plugin drauf machen. Ich schaue mir gleich die Bases an, aber wir gehen jetzt hier so nach und nach durch. Aber bei Quantum darfst du mir gleich zeigen. Müll, der Rest. Okay, also Müll ist so die Hauptgruppe. Und der Rest ist dann der Müll, der nicht in Müll gehört. Okay. Und Krimskrams klingt mir auch nach Müll. Weizenseeds, ja okay, Weizenseeds sind Müll. Also das ist eigentlich nur eine Abstellkammer für Müll. ja, um die Base mal richtig mies zu reduzieren. Dann hier ein Gebäude, sehr Oak-lastig. Let's see what's inside. Oh, da war, glaube ich, mal ein Villager drin. Rip Villager. Da stehen auf den Schildern. Ah. Wenn hier Blöcke sind, bin ich offline. Wenn ich hier bin, kannst du handeln. Ah, okay. Und mit einem zweiten Stock. Hübsch gemacht, ja. Okay, dann schauen wir mal hier weiter rum. Hm. Haben wir hier noch was verpasst oder haben wir hier alles? Bambusfarm. Chillig. Ein bisschen für die gerne heiß baden. Da ist auch gemacht. Wilder Shop, Wilder nicht töten. Ja, wir müssen uns noch darum kümmern, dass das nicht mehr möglich ist, auf geclaimten Chunks Entities umzubringen. Ich weiß nicht, ob das technisch gesehen möglich ist bei Quantum. Was wäre cool, wenn man das machen könnte. Und hier ist ein Wasserflasche nach oben. Und ja, hier sind auch nochmal Villager. Okay, cool. Ja, also hier entsteht schon eine große Trading Hall. Finde ich cool. Okay, und hier geht's runter, wie es aussieht. Ja. Okay,
dann bei Quantum wollt ihr uns zeigen, wo er lebt. Dann darfst du uns gerne mal dahin führen. Ich weiß nicht, wo bei Quantum ist. Vielleicht wirst du einfach mal kurz hierher kommen. Ich bin aktuell am Spawn und da ist auch meine Base. Okay, dann gehen wir alle nochmal zum Spawn. Slash Spawn. Es kann ein bisschen eng werden. Es ist jetzt nicht so für viele Leute gedacht. Ich muss alles warten, gut, bis die Leute vom Block hier runter sind. Da ja, ist die Base drunter. Und die Leute, die im Live-Talk sind, die noch was dazu erzählen können, die dürfen natürlich auch gerne. Ja, ich hab mal aufgemacht. So. Kann's runtergehen. Ja. Yeah. Ah, okay. Okay, gut. Tschö. Was zur Hölle? Ja, Kali, willst du unser eigentliches Haus sehen? Ja, zeig mal. Okay, Moment. TPA? Also die Base ist ein wenig... Unser eigentliches Haus ist... Also ihr könnt alle mit Slash Spawn wieder nach oben kommen, ihr seid da unten nicht gefangen. Ach, so ein extra Texturenpack. Nein, das ist einfach ein Shader, und zwar der Complementary Shader. So, bei Quantum möchtest du uns führen, oder zu Aulis? Zwei Aulis bestimmt, aber die ist gleich wieder da, hoffe ich. Okay, Backman, dann lauf du. Zeig uns. Ich glaube, es ist... Ich glaube, es ist irgendwo. Das klingt schon mal so, als ob es da einen Plan gäbe. Ich habe mehr gemacht, als nur Base bauen. Niemand hat das gesehen. Könnte ich noch meinen Freund und meinen Plot zeigen? Klar, bist du im Live-Talk und wirst was dazu sagen? Das wäre ganz cool. Dann kannst du es machen nach bei Quanton. Da ist er. So, rennen wir da mal hinterher und schauen mal, wo er lebt. Noch weiter. Hier in der Gegend sind auch nochmal einige Basen generell. Okay, dann schauen wir da einfach mal vorbei, wenn wir noch was finden. Okay, dann ist Leoshi danach dran. Du kannst mir auch einfach ein Tipp nachschicken. Ich glaube, der ist hier auch in der Nähe. Ah, wir kommen noch ganz kurz hier vorbei. Pixelpad, der Echte, hat hier noch gebaut. Kurzer Zwischenstopp. Kleines Häuschen ohne Dach, okay. Gut, weiter geht's. Ah, guck mal, da hinten kommen ja noch voll viel. Nice, hier war ich noch gar nicht. Hier hat auch Flonky seine Base. Okay. Da hinten ist eine Person, die hat da so ein Haus gebaut, das, egal, ich nenne es nicht, warum man da nicht hingehen soll. Und. Ist eine Falle? Nein, auf Stream. Und. Okay. Das ist unser Haus. Das ist ein typisches kleines 2 Ollies Survival Starter Baumhaus. Ah. Achso, da oben. Ich meine so, wo? Ah, ja gut, klein aber fein, ne? Hat was man zum Leben braucht. Wir bauen auch noch aus. Wir wollten hinten noch einen Stall reinbauen. Habe ich verloren? Ja, wir gehen gleich wieder zurück ans Spawn, denke ich. Hier ist eine schöne kleine Höhle, die noch ausgebaut wird. Ah. Und schau mal. Cool, die Höhle. Ist ja noch drin. Ehrlich, mir geht es noch. Und schau mal, was wir hier haben. Wo bist du? Hier hinten, über der Höhle. Oh, das sind Phantome. Ah, cool. Schau, ein Bienennest. Cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal alle ans Spawn. Von dort aus kann uns dann Legoshi zu seinem Chunk führen. Und ihr dürft ihn dann gerne einmal wieder in den Live-Talk moven. Slash Spawn. Gut, ist Legoshi da? Legoshi, falls du reden willst, ich habe dir die Rechte gegeben, musst nur auf Akzeptieren oder wieder Knopf drücken. Spricht man den Namen so aus? Ich spreche mal alle Namen falsch aus. Wissen wir. Ja. Legoshi, du kannst reden, übrigens, wenn du willst. Okay, hören wir nichts. ich schaue nochmal ganz kurz nach. Im Discord. Okay, er ist weg. Ah, da ist er wieder. Okay, mach nochmal eine Redeanfrage.
Oder ich kann dich zum Sprecher einladen, glaube ich. Genau, und jetzt kannst du es einfach annehmen. So, ja, okay. Die Annehmenfrage hat gewagt. Eigentlich hättest du hier bleiben können, wir waren gerade zwei Chunks daneben. Ah, okay, egal, aber jetzt haben wir wieder alle zusammengesammelt, weil es haben viele Leute gefehlt. Also alle, die noch mitkommen wollen, einmal slash spawn. Ich bin hier der Drachenkopf. Okay, ja, da finden wir dich. Perfekt. Hier schon mit Netherite-Rüstung. Da sieht man, die Leute haben schon viel gespielt hier. Dann erwarte ich jetzt auch eine gute Base. Ich habe hohe Erwartungen. Ja. Die Base ist so, mein Freund, der baut. Ich bin mehr der Redstone-Mechaniker. Okay. Also heißt, bei mir sieht eher mehr was anderes aus. Okay, ja, passt. Aber zeig mal. Also auf meinem Plot steht eigentlich nur ein Dirt-Haus. Ja, warte, wir gucken mal ganz... Warte, mach mal kurz ein bisschen langsamer, wir müssen schon die Leute alle mitnehmen. Ich weiß nicht, ob alle mitgekommen sind. Ich glaube, wir haben ein paar Leute verloren. Naja, okay. Also ich stehen alle gerade im Dorf, also passt es. Ja, okay. By the way, was haben wir da oben eigentlich? Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Okay, das hier zum Beispiel war ein Shop von mir, der funktioniert halt einfach aufgrund der Umstände mit Plots nicht, also... Wenn man da reinklicken kann, ne? Ah, ne, kann man nicht, oh Lord. Ne, ne, kann man nicht, ich hab's gesichert. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir hier weiter. Mhm. Generell, Entities kann man aktuell nicht schlagen, egal welche, und man kann auf keine Sum zugreifen. Okay, gut. Dann schauen wir mal. Aktuell baue ich viel mit dem gedunkelten Glas rum. Ah ja, mit dem Tinted Glas, ja, das ist cool. Ja, genau. Das hier war das Vorgebäude, da musste ich es leider erweitern, das hat leider Dirt gekostet. Oh wow, es war ein TPA hier. Ja. Ich dachte, es wäre eine TPA, eine normale. Okay, super, jetzt bin ich hier kurz unter der Erde gelandet. Hi, danke. Okay. Hier zum Beispiel, ich baue halt Redstone-Mechaniken. Ich verrate euch ein Geheimnis. Unter Blöcke kann man keine Trichter platzieren. Die Items werden nicht aufgesammelt. Daher benutze ich Minecarts mit Trichtern, damit man auch die Blöcke, also das wird in die Blöcke reingetan, und dann kann man auch ein schönes Design bewahren und die Items aufsammeln. Genau, aber das Minecart muss auf einer Schiene stehen, damit es ein Pixel höher ist. Ja, genau, damit und dann musst du es reinfahren. Die Items, ja genau, und damit es dann halt die Items durch den Block ziehen kann, ja. Hier noch eine Skelettenfarm, also hoffentlich wird das gefixt, dann könnten hier andere schön einkaufen, also sich. Ja, wie bedienen. Gesagt, die Spawn-Rates werden auf alle Spieler verteilt, das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl X an Mobs oder Entities, die halt um die Spieler herum spawnen, die werden auf alle Spieler verteilt. Wenn nur eine Person online ist, dann sind die Spawn-Raten sehr gut. Hier drüben, kommt mit, hier unten. Wo? Das war praktisch, auch auf meinem Plot, ja. Der Spawner. Also wenn das aktiviert wird, hier kann man sich bedienen, sich hinsetzen und AFK stehen. Jetzt gehen wir zu meinem Freund seinen Plot weiter, wo wir hier aktuell bauen. Farm, kleines Häuschen mit einer kleineren Farm noch und... Und hier alle Berge hier abgetragen und schön dann noch texturiert, finde ich cool. Ja, das macht er. Das ist der Bilder. Hier, das hier wird bald eine Villager-Farm, Villager-Quartier. Also wenn... Wir wollten halt fragen, ob wir so ein Hub haben könnten, wo dann Villager-Hub heißt. Dass halt Leute hier schön ihre Villager bedienen können und dann halt einkaufen. Sowas, was gerade im Villager-Dorf zum Beispiel ist. Ja, können wir mal schauen. Aber auf jeden Fall sehr cool, was ihr hier schon gebaut habt. Ich sehe schon, da entsteht was Großes. Sehr da cool. Drüben zum Beispiel ist ein großer Chunk einfach ausgehoben worden, ein bisschen mehr. Da wird ein riesiges Lagersystem kommen, was nochmal so 20 Blöcke tiefer geht. Lass nochmal die Server-TPS ein bisschen zerstören. Also da achte ich auch drauf. Hier zum Beispiel und nochmal Spawner mit Spinnen. Und was wir halt, wir haben halt ein riesiges Plot geclaimt, also sieht man. Ja. Wir haben immens viel und man kann cool. Hier gerne mal runtergehen. Hier ist noch eine kleine Farm. Hier wird auch mit Design-Elementen gearbeitet, also das wird. Ah, das ist noch ein Abgang. Okay, cool. Abgang. Ja, runterfarmen. Also hier gibt es noch schön. Also wir haben einen Plot mit relativ vielen Kristallen. Dadurch können wir auch diese schönen Gläser machen. Ja, das Tinted Glas. Also, sehr cool. Hier zum Beispiel eins oder wir gehen einfach weiter. Das ist. Wir gehen aber weiter, ich bin schon weiter gerade. Ja, und halt hier die Farm.
Ja. Cool. Wenn wir weiter. Es gibt noch eine geheime Farm, also eine geheime Stelle mit bisschen zum Abfarmen, aber die werden wir niemandem zeigen, weil. Im Stream in Spectator gehen, durch die Blöcke gucken, warte was. Ja, nee. Okay, cool. Hier ist eigentlich nichts mehr, hier ist nur noch eine Höhle zum Farmen. Finde ich nice. Okay, gut. Dann hätten wir das auch gesehen. Und ich glaube, wenn es noch Leute gibt aus dem Live-Talk, die ihre Base vorstellen dürfen oder wollen, gerne. Ansonsten sagt meine Stimme inzwischen nein. Genau, eine Sekunde. So. Dann, genau, ich bin wieder im Spawn. Oh ja. Also gibt's noch Leute, die ihre Base vorstellen möchten, die gerade im Live-Talk sind und auch was dazu erzählen könnten? Gibt's da gerade noch Leute? Dann schauen wir uns das noch an. Ansonsten denke ich, war es jetzt ein ganz guter Abschluss. Mir scheint nicht so, als ob es noch jemand geben würde. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Für die, die das Video noch nicht gesehen haben, was ich heute rausgebracht habe, ihr dürft es euch gerne noch angucken, es war viel Arbeit. Genau, und dann geht es im nächsten Stream weiter auf dem Community-Server. Oh, die richtige IP verraten. Das kann mies werden. Was? Ah ja, awesome, JK hat noch geschrieben, ja, wir schauen nächsten Stream mal noch weiter, aber ich denke mal, für heute reicht es. Ich bin sehr K.O. nach der Zweitimpfung und muss dann mal mich jetzt ein bisschen entspannen. Ich habe auch bin langsam ein bisschen heiser, deswegen, genau. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann entweder nächsten Sonntag im Stream wieder oder ihr schaut euch einfach das Video noch an. Und dann kommen auch weiterhin Videos zu dem Server. Genau. Und ja, jetzt sind wir schon fast 2 Stunden live, Hilfe. Also ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Und ciao.